Ich denke, unter diesen Bedingungen kann die Bank von Japan aggressiver eingreifen, um eine übermäßige Aufwertung des Yens zu verhindern, was den Euro-Yen innerhalb von 12 Monaten auf die Marke 125 schieben soll. Jaroslav Gosaty, PKO Bank Polski. Nach dem Brexit zeichnete sich das Euro-Yen-Paar durch eine erhöhte Volatilität aus. Zuerst hat sich der Yen gegenüber dem Euro deutlich aufgewertet. Aber da sowohl die Bank von Japan als auch die EZB zusätzliche Konjunkturpakete anvisiert haben, dürfte die Volatilität in den kommenden Wochen weiter zunehmen und das Paar hin und her reißen. Welchen Euro-Yen-Kurs erwarten Sie innerhalb eines Monats? Der Abrutsch des Euro-Yens, der seit Mitte 2015 andauert, ist nicht nur auf die quantitative Lockerung in der Eurozone, sondern auch auf eine schnelle Abwertung des chinesischen Yuans gegenüber dem Dollar zurückzuführen. Der Einbruch des chinesischen Yuans hat die Kapitalströme in den Yen als asiatischen sicheren Hafen gerichtet. Die erhöhte Unsicherheit nach dem britischen Referendum hat den Abwärtsdruck auf das Währungspaar verstärkt. In den kommenden Wochen, auch nach dem G20-Gipfel in China, wird der Yuan weiter an Wert verlieren. Innerhalb eines Monats sollte das Paar auf das Niveau von 119 steigen. Allerdings kann sich dieser Prozess eventuell verzögern, da in der Eurozone nach dem Sommer weitere Konjunkturmaßnahmen erwartet werden, während die Bank von Japan vom Eingreifen absieht. Am vergangenen Donnerstag beließ die EZB den Leitzins unverändert, obwohl die Märkte mit einer Zinserhöhung bereits im September rechnen. Hat dies ihre 3-Monats-Prognose beeinflusst? Die Erwartungen einer Neubewertung der EZB-Politik im September werden die Erhöhung des Euro-Yens in kommenden Monaten abbremsen. Andererseits erwarte ich, dass der Ton der Fed bezüglich einer Zinserhöhung im Jahr 2016 etwas aggressiver wird. Die vom Brexit auf den globalen Märkten ausgelöste Volatilität klingt allmählich ab, während sich die Lage auf den amerikanischen Arbeits- und Immobilienmärkten deutlich verbessert. Diese Kombination von Faktoren sollte es der Fed ermöglichen, die Zinserhöhungsrhetorik wieder aufzunehmen. Das wird den Aufwertungsdruck auf den Yen indirekt reduzieren und den Euro-Yen in 3 Monaten in Richtung 121 schieben. Welchen Wechselkurs erwarten Sie in 12 Monaten im Hinblick auf die globale Unsicherheit und die Brexit-Verhandlungen? Offensichtlich wird sich das rasche Tempo des chinesischen Wachstums innerhalb dieses Zeitraums als nicht nachhaltig erweisen. Und zwar wegen der Überinvestitionen infolge der hohen Verschuldung der chinesischen Wirtschaft. Die Schuldenquote liegt bei 250% vom BIP, inklusive der Verbindlichkeiten des Privatsektors. Dies sollte zur Abwertung des chinesischen Yuans in 2 Monaten führen und die Fed von der Idee abbringen, den Leitzins innerhalb von 12 Monaten über 1% zu erhöhen. Unter diesen Bedingungen kann die Bank von Japan aggressiver eingreifen, um eine übermäßige Aufwertung des Yens zu verhindern, was den Euro-Yen innerhalb von 12 Monaten auf die Marke 125 schieben soll. Jaroslav, vielen Dank, dass Sie uns diesen Einblick verliehen haben. Das war's für diese Devisenprognose für den Euro-Yen. Bleiben Sie mit Dokaskopi TV stets auf dem Laufenden. Auf Wiedersehen.